Wurdest du in deinem Leben schon mal enttäuscht? Vor langer Zeit oder vielleicht vor kurzem? Wie hat sich das angefühlt? Siehst du, die meisten Menschen sehen Enttäuschung als etwas Negatives. Und ich habe es auch sehr lange gedacht. Ich habe immer gedacht so, boah, ich bin enttäuscht worden und ich will nicht enttäuscht werden. Und deswegen versuche ich mich zu beschützen. Und Leute verzögern Sachen und trauen anderen Menschen nicht, weil sie nicht enttäuscht sein wollen. Aber was ist wirklich dieses Wort enttäuscht sein? Enttäuschung. Guck dir das Wort mal an. Enttäuschung bedeutet, dass die Täuschung nicht mehr da ist. Du warst getäuscht und jetzt bist du enttäuscht. Du bist nicht mehr getäuscht. Das heißt, wenn du denkst, dass Enttäuschung etwas Negatives sind, bedeutet es, eigentlich wärst du gerne in diesem Zustand der Täuschung geblieben. Willst du dein Leben leben in einer Illusion? Das ist oft dieses Ding. Oft sagt man, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber wenn du ein Problem in deinem Leben hast, wenn ein Zustand in deinem Leben negativ ist, aber du weißt nichts davon oder ne, du vertraust einer Person, aber eigentlich so hast du dich getäuscht in diese Person oder diese Person hat dich getäuscht. Du hast dich getäuscht in deinen Fähigkeiten. Ja, du willst etwas tun und du hast gedacht, dass du das kannst. Jetzt kannst du es nicht, jetzt bist du enttäuscht von dir selbst. Du bist enttäuscht von einer Situation. Du hattest eine Idee, du hast gesagt, boah, ich starte jetzt damit. Und jetzt hast du rausgefunden, dass es eigentlich viel komplizierter ist, als du dachtest. Jetzt bist du enttäuscht, weil es, boah, so leicht wird das nicht. Oder etwas dauert länger, als du es gedacht hast. Du wolltest abnehmen und jetzt hat es nicht direkt so geklappt. Jetzt bist du enttäuscht. Du bist enttäuscht von dir selbst. Du bist enttäuscht von der Welt. Du bist enttäuscht von deinen Eltern. Du bist enttäuscht von deinen Freunden. Du bist enttäuscht von anderen. Was ist diese? Was ist dieses Gefühl der Enttäuschung und was tut es mit dir? Weil jetzt gehst du in einen negativen Zustand. Aber warum gehst du in einen negativen Zustand? Weil du denkst, diese Enttäuschung ist etwas Negatives. Und du bleibst in einem passiven Zustand. Wenn ich enttäuscht bin, dann ist mit diesem Gefühl verbunden eine Art Machtlosigkeit und Passivität und jetzt kann ich nichts mehr tun. Ich wollte abnehmen und jetzt bin ich enttäuscht von mir, weil ich habe mich nicht dran gehalten. Es ist okay zu sagen, ich bin nicht gut in etwas. Diese Person ist nicht die Person, für die ich sie gehalten habe. Diese Situation ist nicht so leicht, wie ich dachte. Und nimm das als Rohmaterial, um jetzt in die nächste Handlung reinzugehen. Ich dachte, es wird leicht, etwas zu tun. Jetzt bin ich enttäuscht. Nein, ich sehe jetzt ein, okay, es war nicht so leicht. Und jetzt muss ich etwas verändern. Ich bin enttäuscht von dieser Person. Warum? Weil ich erwartet habe, dass, weil ich etwas für diese Person getan habe, tut sie etwas für mich. Ist sowieso ein geheimer Vertrag. Aber gleichzeitig, dass ich sage so, ich habe mich getäuscht darin. Ich habe es falsch kommuniziert. Ich habe etwas erwartet von einer anderen Person, was ich eigentlich nicht hätte erwarten sollen. Und jetzt kenne ich die Realität. Jetzt kann ich damit umgehen. Jetzt weiß ich, wie ich in die nächste Handlung reingehe. Und somit verbessern wir die Zustände in unserem Leben. Und ich will in meinem Leben sehr oft enttäuscht werden. Wenn es jetzt einen Bereich in meinem Leben gibt, wo ich mich täusche, wo ich etwas nicht sehe, dann will ich es doch wissen. Je länger es dauert, bis ich enttäuscht werde, desto länger dauert es, bis ich etwas anpassen kann. Und je länger es dauert, bis ich etwas anpassen kann, desto länger dauert es, bis ich den Zustand in meinem Leben kreieren kann, den ich wirklich haben will. Also sehe ab heute Enttäuschung als etwas Positives. Und die Enttäuschung aus deiner Vergangenheit, verwandel sie in etwas Positives. Schreib dir mal eine Liste auf von 10 Sachen, 10 Menschen, 10 Situationen, in denen du von dir selbst enttäuscht wurdest, von Situationen enttäuscht wurdest, von der Welt enttäuscht wurdest, von Freunden enttäuscht wurdest, von deinen Eltern enttäuscht wurdest, was auch immer. Oder mach eine Liste allgemein von 10 Sachen. Du kannst 10 in jedem Bereich oder 10 allgemein, wie auch immer, aber schreib es auf und sag, ich war enttäuscht, weil. Und du wirst sehen, dass dahinter ein Glaubenssatz ist und eine Erwartung ist. Ich bin enttäuscht, dass meine Eltern nicht mich unterstützen bei meinem Ziel, weil ich erwartet habe, dass sie es tun. Weil. Warum?
Und es kann auch sein, dass du dich getäuscht hast darin, dass sie dich nicht unterstützen. Nur weil sie das und das nicht tun, heißt es ja nicht, dass sie nicht an dich glauben. Aber du hast es so bewertet und deswegen bist du enttäuscht. Und du hast dich getäuscht in die Art, wie Leute dich unterstützen. Manchmal kommen Leute zum Beispiel und sagen, ja, kannst du mir dabei helfen oder kannst du mir Geld leihen oder kannst du das für mich tun? Und ich sage, nein. Und jetzt sind sie enttäuscht, weil sie erwartet haben, dass ich etwas für sie tue. Sie sind enttäuscht von mir. Was hat das mit mir zu tun? Aber wenn sie enttäuscht sind und in dieser Enttäuschung bleiben, in diesem Gefühl der Negativität, dann gehen sie nicht in die nächste Handlung. Du hast dich getäuscht, dass wenn du erfolgreich werden willst, Leute dich einfach so unterstützen, wenn du einfach nur von deinem Ziel erzählst und sie sind begeistert und werden dich unterstützen. Du hast dich getäuscht darin. Was wirst du jetzt aber tun in der Zukunft? Wie wirst du die Sache rangehen? Du hast dich enttäuscht, dass wenn du einfach jemanden von deinem Projekt vorstellst, dass sie dir einfach Geld geben werden und einfach investieren werden. Du hast dich getäuscht. Jetzt bist du enttäuscht. Ah, ich finde keinen Investor. Ah, ich bin voll enttäuscht. Was bringt das? Du hast dich getäuscht. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommen Powerfragen rein. Was übersehe ich? Wie kann ich das anders sehen? Was will, denkt, braucht die andere Person? Was ist gut daran? Was ist gut daran, dass diese Situation jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgenommen habe? Dass diese Person nicht das getan hat, dass in dieser Situation, dass meinem Leben so oft passiert, dass ich Situationen hatte, wo ich enttäuscht war in dem Moment und dann flippst du es direkt in etwas Positives, in eine Lektion, in etwas, was du übersiehst, in etwas, was du vorher nicht gesehen hast und plötzlich merkst du, hey, Moment mal ganz kurz, das und das habe ich total übersehen. Hätte ich das so und so gemacht, dann wäre das und das passiert. Bum, bum, bum. Und jetzt kann ich daraus eine Struktur, eine Routine kriegen. Jetzt werde ich besser, jetzt werde ich erfahrener. Jetzt erwarte ich bestimmte Sachen nicht mehr. Deswegen nutze wirklich die Macht von Enttäuschung in deinem Leben. Wenn ich jetzt ein Projekt starte und ich habe so viele Glaubenssätze, was das angeht, weil es viele Bereiche gibt, die ich noch nicht kenne. Ich lerne neue Leute kennen, ich bin in einer neuen Industrie, ich bin in einem neuen Markt. Ich erwarte, weil ich gehört habe, ja, in 6 Monaten, dass voll viele Leute kontaktieren mich. Ich sage, ja, ich will finanzielle Freiheit, ich will passives Einkommen, ich will meine Passion finden, ich möchte da reingehen, ich möchte da reingehen. Leute sagen, mach einfach das, was du liebst, starte einfach. Und in deinem Kopf denkst du, oh, Leute haben gesagt, ich habe es gestartet, das wird einfach und du kannst innerhalb von 3-4 Monaten so und so viel verdienen, bam, bam, bam. Jetzt startest du, jetzt klappt es nicht, jetzt bist du enttäuscht. Und oft bringt diese Enttäuschung dich dazu, aufzugeben. Nein, Mann, pass es einfach an. Du wurdest enttäuscht. Du bist nicht mehr getäuscht, jetzt siehst du die Realität. Und oft ist das Ding ist dieses, ich sag's immer, ein Problem ist eine Situation, die du nicht haben willst. Du akzeptierst nicht die Realität. Weil jetzt musst du die Verantwortung übernehmen. Solange die Welt schuld ist, andere schuld sind, dass du Pech hast, schuld ist, ja, kannst du nichts tun. Und jetzt übernimmst du die Verantwortung dafür. Du siehst die Realität in die Augen und musst dich jetzt verändern, um deine Realität zu verändern. Übernehme die Verantwortung. Bleibe nicht in diesem negativen, enttäuschten Gefühl. Nutze es als machtvolles Instrument. Jetzt siehst du, was wirklich vor dir ist und jetzt kannst du handeln. Als du getäuscht warst, konntest du nicht wirklich handeln. Du warst ja blind davor. Es gibt 10 Sachen jetzt in deinem Leben, wo du dich täuschst. Menschen, Situationen, Eigenschaften an dir, wo du dich täuschst, was dein Ziel angeht. Und deswegen ist es so wichtig, in die Umsetzung zu gehen, ins Machen zu gehen. So viele Leute sind in ihrem Konzept, in ihrem Kopf. Sie stellen sich irgendetwas vor. Ah, ich bin ein Perfektionist, ich bin noch nicht ready. Und lesen Bücher und gehen auf Seminare und planen und planen. Ich habe Leute bei mir im Coaching, die kommen zu mir ins Coaching rein und sind seit 2 Jahren schon dabei, sich vorzubereiten, etwas zu starten. Und haben noch nicht einen Schritt in Richtung Realität gemacht. Aber sie versuchen in ihrem Kopf Entscheidungen zu treffen, Sachen im Voraus zu sehen, das anzupassen, dass sie täuschen sich in so vielen Bereichen. Und wenn du in die Umsetzung gehst und rausgehst, dann wirst du wirklich rausfinden, wo du dich täuschst. Deswegen ist es so wichtig, in die Umsetzung zu gehen, so schnell. Du denkst 100 Schritte in deinem Kopf und du täuschst dich vielleicht 30 in 40 Punkten. Aber wenn du jetzt die nächsten 5 Schritte kennst und sagst, ich starte, bum, bum, du merkst bei Schritt 3, ich habe mich getäuscht. Das ist gar nicht die richtige Zielgruppe, das ist gar nicht der richtige Markt. Der Preis muss angepasst werden, die Struktur, das Marketing, dies, das, was auch immer es ist. Du täuschst dich in so vielen Bereichen, aber jetzt bist du enttäuscht. Du bist enttäuscht, weil das, was du gedacht hast, nicht wirklich eintritt, aber perfekt. Jetzt kannst du es anpassen.
Wenn du nicht weißt wie, findest du raus, wer weiß wie. Und wie muss man es machen? Wann machst du es? Wo machst du es? Und die ganzen Elemente, Schritte gehst du Step by Step by Step. Ich sage so oft, Perfektionismus entsteht nur während du machst. Du kannst nicht in deinem Kopf und in der Theorie etwas Perfektes machen. Du startest und während du anpasst, perfektionierst du es. Und an jedem einzelnen Punkt, wo du enttäuscht bist, du hast dich getäuscht, du findest raus, was es ist, jetzt kannst du es anpassen. Boom, nächster Step. Enttäuschung, Anpassung, Perfektionierung und jetzt perfektionierst du es und du bist in der Umsetzung und du bist im Machen. Nur in der Realität, wenn du rausgehst, wenn du dich traust, wirst du wirklich rausfinden, was stimmt und was nicht stimmt. Und finde so schnell wie möglich raus, was nicht stimmt. Und label es nicht als Enttäuschung. Und wenn du es tust, dann nutze Enttäuschung als ein positives Machtwort ab jetzt in deinem Leben. Jedes Mal, wenn jemand dir sagt, oh, ich bin voll enttäuscht gewesen, super, jetzt hast du eine Information mehr. Was wirst du jetzt damit tun? Ist wundervoll. Es gibt 10, 20 Sachen, wo du dich in deinem Leben jetzt gerade täuschst. Was sind diese Sachen? Je schneller du sie rausfindest, desto schneller wirst du an dein Ziel kommen. Also finde raus, wo du dich täuschst. Es sind so viele Leute, wie gesagt, die sind bei mir im Coaching, sind 2 Jahre, 1 Jahr, 6 Monate, je nachdem, am Vorbereiten und so weiter, am Planen, im Kopf, in der Theorie. Und wenn wir anfangen, in der ersten Woche bringe ich sie in die Umsetzung. Konfrontiere diese Sachen. Und dann finden sie raus, das, oh, oh, und dann kommt ganz kurz dieses, oh Mann, ich habe jetzt so viel mich vorbereitet darauf, und jetzt ist das doch so, jetzt ist das doch so, super. Wie kannst du es anpassen? Was tun wir als nächstes? Da gibt es sehr viele Tools, wie man dann damit noch umgeht, emotional auch, mental, von der physischen Energie, damit es noch einfacher wird. Aber das Wichtigste ist wirklich, dieses Prinzip zu verstehen. Enttäuschungen sind ein wichtiges Machtinstrument in deinem Leben. Und hör das nicht und denk dir, oh ja, Enttäuschungen sind gut in der Theorie und so weiter. Mach das wirklich. Schreib die Sachen auf. Schreib dir auf, warum du enttäuscht bist. Warum du in der Vergangenheit enttäuscht wurdest. Was ist gut daran? Wie kann man das anders sehen? Wie kann ich das anpassen? Was kann ich daraus lernen? Wen kann ich fragen? Powerfragen sich stellen. Und es wird deine interne Emotion shiften. Verwandeln von negativ in positiv. Und dann gibt es dir die Macht. Enttäuschung ist ein positives Instrument in deinem Leben. Liebe Enttäuschung. Werde so oft wie möglich enttäuscht in deinem Leben. Denn das wird dir die Macht geben. Und die Verantwortung in deine Hand bringen. Das vergiss nicht. Wissen ist nicht Macht. Nur Machen ist Macht. Also mach es einfach. Und mach es einfach.